Hi, ich will mit euch heute 46 und 43 zusammenzählen, also 46 plus 43 schreibe ich nochmal direkt übereinander. 46 plus 43. Und wie du es auch schon aus den anderen Tutorials kennst, zuerst nehmen wir uns die eine Stelle vor, also hier die rechte Spalte und zählen die zusammen. Und 6 plus 3 ist 9. Ganz easy. So, und danach schauen wir uns die Zehnerstelle an. Da steht 4 plus 4. Könnten wir also ganz einfach, ich nehme die mal so, also hier die 4 plus 4 und 4 plus 4 ist 8. Aber was ich hier eigentlich gemacht habe, ist, ich habe ja nicht 4 plus 4 gerechnet, sondern es waren ja 46 und 43, also 40 plus 40 ist ja die Zehnerstelle. Das heißt, die 4 auf der Zehnerstelle ist keine 4, sondern eigentlich eine 40. Also was ich hier gerechnet habe, ist 40 plus 40 und das ist 80. Und 80 und 9 ist eben 89. Ich kann es auch nochmal zerlegen und so schreiben. Also 46 ist 40. Warte mal, das mache ich nochmal. In grün. So, das ist 40 plus 6. Ja, das ist 46. So kann ich das ja auch schreiben. Einfach nur zerlegt. Und 43 ist 40 plus 3. So, und wenn ich das jetzt zusammenzähle, dann habe ich hier 6 plus 3 ist 9. Und 40 plus 40 ist 80. Und wenn ich das addiere, dann kommt 89 dabei raus. Also ihr seht schon, so kann ich das auch schreiben. Das ist nur nochmal zum besseren Verständnis, dass ihr versteht, wenn ich hier die Zehnerstelle addiere, also 4 plus 4 in dem Fall, dann ist das eigentlich 40 plus 40. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Viel Spaß dabei.